herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Druiden-Deck. Wir wollen noch mal schauen, was wir entsprechend damit machen und ob wir es noch irgendwie verbessern können. Gut, erste Runde geht gegen einen Malfurion gegen Jäger. Rexar. Hundekacke. Lass die Jagd beginnen. Gut, ich muss die Wildnis schützen. Ist alles ein bisschen blöd. Können wir nichts irgendwie richtig gebrauchen? Ihn? Na, auch nicht. So, Swipe blöd. Ja, Swipe ist noch das Einzige, was irgendwie. Grüße. Was wir irgendwie nehmen können. Aber schauen wir einfach mal, was. Wie wir die Runde jetzt entsprechend spielen. Ihn werden wir auch erst gegen später. Gut, aufbauen. Zack. Und schauen, was er entsprechend spielt. Da kommt wohl offenbar gar nichts von ihm. Dann machen wir vielleicht die nächste Runde nochmal. Zack. Wir haben Runde 3. Er hat 4. Spielt er nichts? Kommt der Yeti? Spielt er was? Ja, kommt nicht. Da haben wir den Yeti. Jetzt schauen wir, ob er sein erstes Fass gleich dafür irgendwie raushauen kann. Und er spielt. Was macht er? Ich frage mich, ob. Na komm, sei lieb. Wir sind 2 Runden vor der Hunderunde. Und ich spiele immer noch mit dem Gedanken, ob ich ihn nicht nehmen soll. Okay, er coint hoch. Okay. Und spielt einen Drake. Gut. Immer schön gesehen. Gebt mir eine Quest. Kann ich verdarfen? Reden wir Drachen. Jetzt wird wahrscheinlich ein Geheimnis kommen. Oder er spielt ein Fass auf ihn. Ein einfaches Fass. Aber er scheint es irgendwie. Entweder er hat es noch nicht gezogen. Oder ich weiß nicht. Okay. Oh. Okay. Fehlgeschlagen. Damit mussten wir ja rechnen. Wir sind in Runde 6, bekommen hier schon mal einen sehr schönen. Und spielen. Die das beiden Tantor. Mal sehen, ob er den Schuss nochmal hat. Ich glaube nicht. Spielt den netten Drachen. Gut, Runde 7. Wir können uns auf 3, bringt nichts, aber ich glaube, wir ziehen eine Karte. Wir hätten auch ihn nochmal hochsetzen können, ja. So ist es auch in Ordnung. Wir können das Ganze auch jetzt mal ein bisschen hier anzugreifen. So, nochmal. Machen wir uns einen 30er. Und es steht 30 zu 21. Jetzt könnte eine Hunderunde kommen. Und kommt eine Hunderunde. Na komm. Bussard. Wo ist der Bussard? Da ist der Bussard. Ach, er macht's über die Hyäne. Auch schön. Aber, na komm, lass die Hunde los. Da, lass die Hunde los. Na, das ist. Es ist so dämlich typisch. Da einmal hoch, da einmal hoch. Ja, was machen wir großartig? Wir swipen logischerweise.
Er kommt weg. Zack. Wir haben noch einen Vierer. Damit können wir ihn hochsetzen. Und ich glaube, das machen wir auch. Das soll eine Waffe sein! So, und Angriff rein. Und jetzt könnte er gleich die zweite Hunderunde spielen. Nein, er spielt ein Nashorn. Kämpft an meiner Seite. Okay. Also ihn wegnehmen. Ist ja auch legitim. Okay. Ja, dann müssen wir leider erst ein bisschen aufräumen, bevor wir ihn spielen. Deswegen machen wir einmal ihn weg. Einmal ihn weg. Und schauen mal, ob er diesen Matchball jetzt irgendwie abwehren kann. Wir haben 12 Schaden dran liegen. Und wenn er ihn jetzt nicht in einem Zug vernichtet. Ah, er probiert es über die Copy-Variante. Wäre natürlich witzig, wenn es da jetzt vernichtet. Wenn es auf mich direkt geht. Wir haben eine Chance von 33%. 33% Chance. Und er lässt nochmal die Hunde los. Ah, und erhöht die Chance auf 50%. Ich bin gespannt. 50% Chance. Und er vernichtet meinen Leichnauer. Gut, kann er ja machen. Darf er ruhig. Wir haben Runde 10. Und wir fangen auch mit dem Kopierspielchen an. Haben wir damit hier perfekt genug, um das Ganze wegzuhauen. Jetzt nehmen wir ihn raus. Das war. Wir nehmen seinen Waldwolf raus. Und er hat eine 50% Chance, dass er überlebt oder ein Problem hat. Und... Na! Er hat ein Problem. Okay, er will Max lieber dreckig. Okay. Aber da gibt es irgendwie hier nicht viel. Was kommt jetzt? Wir haben einen Brankenhieb zusammen in der Kombination mit auf ihn gehen. Ich überlege, soll ich ihn lieber wegnehmen oder soll ich ihm die 4 ins Gesicht jagen? Ich spiele safe. Das war's. So, einmal. Nächste Runde können wir ihn nicht töten, außer wir kriegen irgendwas Schönes. So. Na gut, dem nächsten nach. Okay. Macht aber nichts, wir haben ja noch genügend Möglichkeiten. Verzeih mich, die Erdenmutter ist da. So. Und jetzt kriegen wir ihn. Ich lass die Hunde los. Perfekt! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er haut alles raus und schießt uns lieber ins Gesicht. Sehe ich das richtig? Er geht ins Gesicht. Ja, und damit hat er jetzt ein ganz kleines Problem. Weil... Niemand kommt an mir vorbei. Wir gehen ihn dreckig. Der hat 5. Würde sich allerdings noch für weiter hochhauen. Ehre. Deswegen machen wir hier eine Sicherung.
Und für die Wildnis. Wir gehen auf ihn. Das war's. So. Matchball. Er muss beide wegkriegen. Kämpfe meiner Seite. Er hofft, dass er. Er hat's nicht bekommen. Und wird wahrscheinlich ja einen anderen Ritter weg oder sowas. Einen Bogen auf den anderen, oder? Macht er das noch? Nein, geht nicht. Komm, zeig, was hast du in der anderen Hand? Ja, gibt's leider nichts. Aber sei beruhigt, ich kann dich eh noch nicht töten in der nächsten Runde wahrscheinlich, außer ich bekomme irgendeine nette Karte. Okay, er holt sich den Schaden ab. Und geht auf Selbstmord vor. Und damit hat er verloren. Wo soll ich zuschlagen? Und ciao. Gut gespielt. So, das war's. Gegen den Jäger. Jetzt scheint gerade irgendwie das Video hier zum Stoppen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch eine Verbesserungsmöglichkeit habt für das Deck, schreibt dies bitte in die Kommentare. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Ciao.